Nun gut, nun gut. Carino, habt ihr einen Moment? Natürlich. Was gibt es? Ich weiß nicht, ich quäle mich ein wenig mit der ganzen Sache. Bin ich sehr, um ehrlich zu sein. Mir ist klar, auch wenn Magister Iserun sagt, dass wir tun, was wir tun müssen, aber in der Dunkelheit herumschleichen oder in den Büschen sitzen und Leuten Messer in den Rücken rammen, das kann doch nicht das sein, wofür wir hier sind. Nun, zum einen, es ist durchaus hexgefährlich. Zum anderen, es hilft unserer Sache, wenn unsere Feinde ausgelöscht werden. Daran ist nichts Falsches. Aber ist das denn der rechte Weg? Gibt es keinen besseren? Nun, wenn der Feind sich nicht an Regeln hält, dann haben wir nicht immer den Luxus, uns selbst an die Regeln zu halten. Doch, Karenor. Genau dafür sind wir hier. Um nicht auf Nein, deren Tiefe Jalan, wir herabzusinken. sind hier, um die zu beschützen, die nicht kämpfen können. Die zu beschützen, die dem Feind zum Opfer fallen werden. Das Das hat ist unsere gestern Nacht ja sehr Aufgabe. wunderbar funktioniert. Nun, wir sind nicht unfehlbar. Das ist es, was uns menschlich macht. Oder Das ist es, ehrlich. was uns immer wieder dazu anstrebt, den Göttern zu dienen, den Göttern gefällig zu sein, damit sie unsere Fehler wieder gut machen, damit sie uns weisen, wie wir es nicht noch einmal tun. Die Götter haben uns auserwählt, weil wir besser sind als Menschen mit solchen Schwächen, Karinor. Natürlich. Und wir tun genau das. Wir tun das, was alles, was Menschen möglich ist, um das Beste zu tun. Es ist nicht immer einfach oder immer möglich, aber nun, manchmal müssen wir uns der Lehren aller Götter berufen, wenn wir ihre Aufgaben erfüllen sollen. Manchmal ist es nun mal Fex, der uns am meisten helfen kann. Und auch wir können uns nicht darüber erheben, fehlerfrei zu sein. Jeder Paktierer, dem wir den Garaus machen, sind eine Unzahl von Menschen, die nicht sterben werden. Ich fürchte, dass wir uns früher oder später trotzdem der Konsequenzen dieser Sache stellen werden müssen. Natürlich werden wir uns der Konsequenzen stellen müssen. Spätestens wenn wir unser Leben lassen, werden wir vor die Götter gestellt und sie werden uns urteilen. Ob sie damit einverstanden sind, was sie getan haben oder nicht, das bleibt allein ihnen überlassen. Wir können nur das Beste tun, was wir tun können. Und dabei so viel retten und so viel Schaden anrichten wie möglich. Für den Moment scheint ihr wohl recht zu haben. Und manchmal, so grausam es auch klingt, muss eine Wunde ausgebrannt werden, um zu heilen. Hoffen wir einmal, dass wir in dieser Stadt unseren Weg nicht verlieren. Das werden wir nicht, aber halte dir immer vor Augen, Jalan. Manchmal ist es nicht an uns zu richten, wer schuldig ist. Manchmal ist es an uns, dass wir nicht das Recht haben, diejenigen zu verschonen, die schuldig sind. Ich werde Ich darüber verstehe zwar nicht nachdenken. so ganz, aber ihr meint sicherlich das Richtige. Nun, das ist schwierig zu übersetzen. Ich werde wohl eine Weile darüber nachdenken müssen. Unser weiterer Weg in der Stadt wird entscheidend sein. Wenn ihr mich entschuldigen wollt. Natürlich. Suche mir dann. Oder lasse mir eine leere Kammer weisen. Möchte 4 Stunden lang darüber nachmeditieren, ob über die Richtigkeit oder Falschheit unseres Vorgehens. Was würde Praios denken? Was würde Arius von Wulfen denken, wenn er hier wäre? Punkt ist, ich möchte Kammer meditieren. Für Kammer meditieren, sorry. Wir befinden uns auf dem dämonenverseuchten Gebiet, nehme ich an. Aktuell seid ihr im Angriffstempel. Stimmt. Das müsste ein Punkt Erleichterung sein, weil es eine Verwandte in Gottheit ist. Angrosch zählt als Verwandte den 12, ja? Ja, Angrosch Ingrim. Passt. Okay. Kirch, sonstige Erschwernisse? Ja, schon, weil du vor kurzem das Schleichen und Verstecken ist nicht so das Problem, aber das Meucheln dann schon eher. Von hinten dann den Zweikampf suchen, schon nicht ganz so offen auftreten.
gebe dir mal eine plus 6. Plus 6. Ich möchte die 19 chippen. Ansonsten bringt mir das hier nämlich gar nichts. Ihr lacht, aber das reicht. Das sind nämlich 5 statt 4 Punkte Karma jetzt. Ich lasse... Warte, lass mich mal kurz eine Arroganz schmeißen. Ein Gerechtigkeitsmann. Ja, ich möchte mich gern für 2v6 LDP geißeln. Ja, tu das. Autsch! Ein LDP? Dann geht dahin, der Fallblütentee. Wie bitte? Ist keine Wunde, oder? Ist genau auf der Wundschwelle. Wird die Wundschwelle runtergesetzt mit einer Peitsche? Nein. Peitschen, eine Geißel macht sogar nur SPA, wenn ich mich nicht täusche, aber ignorieren wir das hier mal. Ja, dann könnt ihr nach den 6 Stunden wieder zusammentreten. Die Magier fühlen sich erholt und regeneriert. Jalan fühlt sich wund. Wollte Beutags vorher noch was tun? Ja, ich würde auch regenerieren. Aber habe ich nicht. Ja, wie gesagt, ihr habt da 6 Stunden. Das ist eine ganz normale Regeneration. Dadurch, dass es keine Betten gibt, sondern nur ja, Stein, eine minus 1. Aber ihr wollt ja auch nicht schlafen, sondern ihr wollt nur sitzen. Könnt ihr euch natürlich noch so ein bisschen unterhalten, einfach nichts tun. Und dementsprechend wird dann die Zeit vorübergehen. Ihr könnt natürlich noch das Schreien hören um euch herum. Die Stadt ist immer noch in Bewegung, in unheiligem Leben. Könnt das ein oder andere Mal einstürzende Brocken hören, Häuser, die vielleicht leicht nachgeben und Menschen, die dann um Hilfe schreien. Vielleicht auch nur eine Falle. Aber so geht es zu. Dann könnt ihr wieder zusammentreten. Frisch und erholt. Nun gut. Ja, mein Plan. Wenn jeder weiß, was er zu tun hat, sollten wir uns nicht viel mehr Zeit lassen. Hat noch jemand Fragen? Gehen durch die Gassen. Oder? Das ist der Plan. Durch die Gassen hindurch suchen wir den besten Weg zur Hauptstraße. Von dort aus sehen wir, was wir sehen werden. Ja, so könnt ihr euch wieder nach draußen begeben. Durch die Angroschgasse hindurch, wieder vor euch die immer noch schwelenden Trümmer. Und euch dann zwischen den Häusern hindurch pirschen. Jetzt kommt es natürlich an, in welche Richtung ihr gehen mögt. Wie ist der Sonnenstand? Die Sonne ist gerade am Untergehen begriffen. Also es wird später Abend sein, 19, vielleicht 20 Uhr. Der Rugosch, Sohn des Rogram, hat natürlich dann auch über die Winsalter Uhren gesprochen und dass horasische Uhrwerke es nicht mit den Zwergischen aufnehmen können, aber es wird natürlich dann auch Uhren geben und auch Abelmir hat eine von Leonardo gefertigte, dementsprechend ist es 20 Uhr. Ich bin zwar nicht da, aber ich würde ihm generell widersprechen. Dass es 20 Uhr ist oder ist die Uhr von Leonardo? Dass die horasischen Uhren langsamer gehen als die Romlisa. Nun gut, so wie der Herr Powers. Das Schöne an den Windsalter Uhren ist, dass sie zweimal am Tag richtig gehen. Wow! Aber mir würfel mal wach so. Hab ich leider nicht. Gut. Nun, so wie der Herr Paras uns jetzt den Rücken zuwendet, uns in die Dunkelheit zurücklässt, werden wir auch ihm den Rücken zuwenden müssen und gehen entsprechend Richtung Norden. Firon. Vorwärts. Gut. Also auf den Hesinne-Tempel zu, beziehungsweise an ihm vorbei. Ich sehe hier keinen Sinn im Tempel, aber ja, scheinbar. Da war noch was von Voltax? Soll ich vorgehen? Ich meine, ich sehe am besten bei dieser Lichtverhältnissen. Noch ist nicht finster, Voltax. Noch ist nicht finster. Norden, Firon. Norden, ja, okay, dann habe ich das richtig verstanden. Ja, so könnt ihr dann irgendwie durch die Gassen hindurchgehen, der Einhortgasse dann folgen, kommt dann an verschiedensten anderen kleinen Gebäudestückchen vorbei, Schenke Neu-Winsalt, Speiselokal, ein ehemaliges, bis ihr dann auf den Hafenweg trefft.
Hier gibt es dann auch so etwas wie eine Mauer, die euch grob dann in Richtung der Hauptstraße führt. Da könnt ihr dann auch grob mal hinsehen, nach links weg, wo es dann zur Fürst-Helmbrecht-Straße geht. Wollt ihr weiter nach Norden? Hier lang geht es dann zur Hauptstraße, nicht wahr, Isarun? Ja, wenn wir hier jetzt links gehen. Ich sehe da hinten noch einen Turm. Ich denke, wir sollten uns erstmal dorthin bewegen. Ja, auf dem Turm könnten natürlich Leute sein. Vielleicht sollten wir uns erst einmal hier hinter diesen Bäumen verstecken und hinaufsehen. Hilfe! Ignoriert das. Dann wird das schon den ganzen Tag. Hilf mir! Hört ihr das nicht? Das hören wir nicht. Erik, komm zurück! Karino, ihr habt doch noch euer Rohr. Ja. Könnt ihr vielleicht jemanden sehen, der da drum Wache schiebt? Ich nehme an, wir bleiben jetzt nicht auf der Straße stehen, sondern bewegen uns schon wieder runter. Ja, schon im Häuserschatten, an den Gebüschen, so ein bisschen abgetarnt und dann von Ecke zu Ecke laufen, schleichen zwischen den Brocken, dann tarnend, geht jetzt auch schon los. Dann einmal Ausschau halten, ob ich irgendwo Wachen sehe oder Leute, die auf den Mauern stehen. Direkt vor euch die Mauer oder wolltest du in Richtung der Fürst-Helmbrecht-Straße schauen? Ich mache einmal praktisch alles abschauen. Ja, dann gebe ich dir einfach mal eine... Mach mal eine plus 12 Sinneschärfe. Plus 12, okay. Mit dem Fernglas sind das dann nur plus 9. Schafft man. Oh, schafft man echt? Ja, du kannst erkennen, dass es sowohl am Hafenweg rechts lang, da kannst du dann auch sehen, dass es da wohl einen großen Turm gibt. Da kannst du sehen, wie zwei Wachleute auf den Mauern herummarschieren. Das ist wohl das gleiche Schema, was ihr auch auf der anderen Flussseite schon entdeckt hattet. Und zu deiner Linken kannst du ebenso zwei Leute erkennen, die auf den Mauern gerade stationiert sind. Was du allerdings fast übersehen hättest, ist, dass du kannst sehen, wie gerade am Tor, da ist wohl auch ein Stück eingebrochen, runtergebrochen und darunter liegt jemand, der um Hilfe geschrien hatte. Du kannst das Ganze noch einmal wechseln. Also da ist wohl jemand unter den Bruchstücken eingeklemmt. Die perfekte Falle. Dort? Also gut, dort hinten gibt es zwei Wachen auf dem Turm und dort sind zwei Wachen. Und ich habe gesehen, woher die Hilferufe kommen. Ja, wo? Und dort hinten, seht ihr, wo das Tor ist? Es ist eingebrochen und jemand scheint darunter gefangen zu sein. Es ist eine Falle. Daran gibt es kein Drumherum. Aber sind wir uns sicher, dass es eine Falle ist? Auf jeden Fall. Entweder eine, die schon zugeschnappt ist und jemanden gefangen hat, oder eine, die nur darauf wartet, dass jemand dumm genug ist, die Person zu retten. Aha, hier kommt eine Idee. Aber mir, ihr könnt doch Illusionen erzeugen, oder? Ja. Was wäre, wenn wir die Falle benutzen, um selbst eine Falle zu stellen? Ihr wollt mit eurer Illusion die Falle auslösen, damit was auch immer der Auslösung der Falle geschieht, dann hervorkommt und wir dann unsere eigene Falle zuschnappen müssen, ja? Genau. Nun, ich fürchte, Dämonen sind immun gegen Illusionen. Naja. Ja, ihr Halkengardisten nicht. Genau. Ich weiß ja nicht. Ist eine List mit einer List zu bekämpfen wirklich gut? Nun, ist aber sehr fexisch. Warum umgehen wir diese Falle nicht einfach, wenn ihr glaubt, dass es eine Falle ist? Vielleicht ist es ja keine Falle, Adam. Weil wenn es schon eine zugeschnappte Falle ist, dort jemand ist, der Hilfe braucht. Genau. Ihr könnt gerne auch mal auf Kriegskunst würfeln. Ist plus 7. Belagerung würde ich zählen lassen. Schmutziger Kampf würde ich auch zählen lassen. Nein, Kiara, Seegefechte zählen nicht. Wollte ich auch gerade fragen. Ich bin doch nicht ich kann auf Seefahrt. Oh, habe mir. Oh. Jemand hat gelernt. So, also
Also das ist definitiv eine Falle, nicht von dem oder derjenigen, der jetzt unter den Brocken liegt, sondern vor allem von den Irrhalkengardisten, beziehungsweise dann den, wie hatten sie sich genannt, die Flammenstecker. Die schießen Leute kampfunfähig und lassen sie dann dort liegen, weil, naja gut, sie patrouillieren auf den Mauern, die werden den definitiv gesehen haben. Und warten darauf, dass andere Leute dann diesen Zivilisten helfen. Das ist definitiv sehr schmutziger Kampf und verdammungswürdig. Nun, also die Person, die unter den Steinen liegt, die braucht definitiv Hilfe. Die Flammenstecker sind diese Zwei-Mann-Patrouillen, ja? Die Flammenstecker ist eine Garde, die vor allem mit Armbrüsten, beziehungsweise die als Scharfschütze schießt. Ihr wisst nicht genau, was das für... was die für Waffen haben, aber es sind Scharfschützen und die Üsli-Geier sind Hammerschwinger, also die haben dann Hammer und alles andere ist dann die ganz normale Irrhalkengarde, die dann mit Schwert und Schild kämpft. Nun, wir könnten tatsächlich versuchen nochmal eine Salve von wer auch immer dort verborgen liegt vorzurufen und wenn sie schießen, wissen sie, wo sie sind und schießen zurück, aber ich habe noch einen Bogen. Oder wir versuchen sie vorher aufzuspüren und die Scharfschützennester auszurodieren, bevor wir versuchen dort zu helfen. Nun seht ihr, was das Problem ist. Armbrüste haben eine sehr spezielle Ladezeit, die reichlich lang ist. Nachdem sie einmal geschossen haben, sollten wir in der Lage sein, die Person dort herauszuziehen und wieder in Deckung zu rennen, bevor sie noch einmal schießen können. Ach verdammt. Wenn das hier doch nicht alles bemauerte Großstadt wäre, dann hätte ich den perfekten Zauber dafür. Nun, leider ist das eine übermauerte Großstadt. Das ist ein Problem. Nun, ich habe wie gesagt dort und dort Wachen gesehen. Ich habe niemand anders gesehen. Das heißt aber nicht, dass nicht auf irgendeinem Dach ein oder zwei Scharfschützen liegen könnten, die nur darauf warten. Ich könnte natürlich versuchen, einen beweglichen Fortifex zu zaubern, der uns als Schild dient. Kostet ihr euch nicht sehr viel Kraft? Relativ viel, ja. Und ihr könnt euch nur gegen eine Richtung abschirmen. Das ist richtig. Dazu müsste die Richtung aber bestimmt vorher bestimmt sein, oder? Ja, nach Möglichkeit natürlich schon. Was solltet ihr von Folgen nehmen? Abelmir löst die Falle aus. Ich decke euch mit dem Bogen. Und Rafim rennt dann hin und zerrt die Frau. Ich glaube, es ist eine Frau an dort heraus. Dazu muss ich sagen, ich kann noch keine beweglichen Illusionen zaubern. Das ist dann die Idee gewesen. Können wir das nicht einfach ignorieren und uns um wichtige Dinge kümmern? Theoretisch ja. Praktisch gesehen könnte dieser Mensch aber Informationen haben, die er aus Dankbarkeit teilt. Nein, Rafim, wir können nicht. Wir sind hier, um den Armen und Vergessenen dieser Stadt zu helfen und nicht um sie einfach dann hilflos links liegen zu lassen. Also, es hat nicht nur einen moralischen Nutzen, sondern auch einen taktischen. Zumal wir diese Runde der verfluchten Schützen nehmen, bei der Gelegenheit auch ausschalten können. Ja. Und sie könnten uns mehr Informationen geben als andere Leute, da sie einen großen Überblick über die Stadt haben. Ich wollte nur sagen, dass wir eine Position angreifen von Herren, die damit rechnen, angegriffen zu werden. Und nur weil eine Armbrust eine lange Nachladezeit hat, heißt das ja nicht, dass sie nicht zwei oder drei dabei haben. Ja, aber ich habe Folgen nicht unbedingt. Wir wollen ja nicht ihre Position direkt angreifen. Sie konzentrieren sich auf die Falle, wenn wir allerdings sie überraschen, aus einem Winkel, den sie nicht erwarten. Ja, okay, der hockt da in seinem Zimmer, hat die Tür verbarrikadiert und dann? Der Schütze muss ja von irgendwoher durch das... Also durch Fenster, eine Scharte. Genau, richtig. Und theoretisch müsste ich mit meinem Zauber da durchgucken können, denn alles, was ich sehen kann, das kann ich sehen. Ja, aber da sitzen 10 Armbrustschützen. Ja, aber ich werde sie finden. Das ist gar kein Problem. Ja, aber wie schalten wir 10 Armbrustschützen aus? Wir schleichen uns von hinten ran und knüppeln denen eins auf den Kopf. Wenn es wirklich 10 sind, haben wir ein Problem. Aber wenn es nur also, die einzige sind. Information, die wir haben, ist, dass diese Gruppen immerhin 10 Mannen unterwegs sind. Oder sehe ich das falsch? Das haben die Herren aus dem Angrosch-Tempel gesagt. Das ist richtig. Die einzige Konstante. Patrouillen. Das bedeutet nicht, dass das hier auch eine Patrouille ist. Das könnte auch nur irgendwie 2 Leute sein, die da das Tor bewachen sollen und gucken, ob sich irgendwer Blödes dorthin traut.
Ja, ich zauber jetzt mal einen Exposami-Lebenskraft. Ich lasse mir dafür Zeit, während die anderen noch diskutieren. Ja, kurzer Hinweis dazu von mir. Du stehst aktuell an der Position, wo ihr seid, 90 Meter von dem um Hilfe Suchenden entfernt. Guck dir das auf der Karte an. Ach so, okay. Ach, die sind da hinten. Wie wär's, wenn ihr... Tor. Wenn ihr eine Ach so, wirklich... bei dem Tor. Ich bin von... Ja, ne, mehr hat aber extra drauf gesagt gehabt. Also, ja, Voltax, könnt ihr eine wirkliche Dunkelheit zaubern? Natürlich. Das wäre doch ein idealer Schutz, nicht wahr? Mhm. Nur mal dahingestellt, in der Stadt des Verrats, sind wir uns sicher, dass das ein Opfer ist? Wenn nicht, geben wir ihm einen länger kalten Start und lassen ihn liegen. Das werden wir dann erfahren. Beispiel, ich renne da rein, wir werden von Armbrüsten beschossen, ich renne zu dem Mann hin und er sticht mir mit seiner vergifteten Klinge ins Bein und wir sind alle tot. Ich wollte es nur mal offerieren. Nur, dass ich am Ende wieder sagen kann, ich hab's euch ja gesagt. Ja, sehr schön. Und was also, machen die gegen die auf der Mauer? Wir warten, bis sie fortgegangen sind, die patrouillieren. Ja, aber ich meine jetzt, also die Falle befindet sich doch direkt hier im Tor, das sehe ich doch richtig, oder? Ja. Und die patrouillieren auf dieser Mauer. Right? Ja. Wenn wir hier anfangen, Stunk zu schieben und die hier Alarm schreien, kommt auch die und die alle zu uns gelaufen. Sehe ich richtig? Ist die hier, sind sie idealerweise wieder weg. Du sollst ihnen die Person greifen und fort sein. Die verschüttet ist. Ich dachte, du wärst stark. Carino, wie stark ist die Person denn verschüttet? Nun, ich würde sagen, die Beine eingeklemmt. Die Beine eingeklemmt, das kann ich wegheben. Die Beine eingeklemmt, da liegt ein riesiger Stein drauf. Das ist ein großer Unterschied. Konnte ich aus diesem Winkel leider nicht sehen. Ich weiß nur, dass da jemand halb begraben liegt. Aber noch lebt. Ja, aber der Plan funktioniert nur, wenn wir den Mann da überhaupt rauskriegen. Oder die Frau, wie auch immer. Wenn der unter einem halbe Tonne Stein liegt, dann kann ich da ziehen und drücken, wie ich möchte. Tun wir doch Folgendes. Seht ihr, da vorne geht es etwas links in eine Seitengasse herein. Schauen uns das genau an. Das finde ich doch eine gute dahin Idee. Und in eines der Häuser wird es sicherlich hineingehen und von dort aus können wir von einem Fenster aus uns einen Überblick verschaffen. Es ist sehr müßiggängig, über etwas zu diskutieren, was wir genauer wissen können. Finde ich eine gute Idee. Nun dann los. Gut, dann wollt ihr in welches Haus? In das hier, oder? Hier lang erstmal in diesen Hinterhof, schauen, ob da jemand auf der Lauer liegt und dann schauen, welche Häuser zugänglich sind, also welche überhaupt eine Tür dahin haben. Und dann idealerweise ja dieses Haus. Dann könnt ihr mir mal eine Sich-Verstecken-Probe geben. Da würde ich dann nicht die, die Spezialisierung auf Gassen würde da natürlich zählen. Kann ich Schleichen anbieten? Nee, Schleichen nicht. Leichen brauchen wir noch nicht. Erstmal geht's um sich verstecken. Von jedem? Ja, natürlich. Wenn ihr dahin wollt, ja. Also die Entfernungen sind jetzt aktuell 60. Boah, ich hab's geschafft. Soll ich natürlich dann mit dem Schutt abtarnen, aber wir schauen einfach mal nach. Ich gebe euch natürlich auch sowas wie eine Erleichterung. Wozu habe ich eine Sinnenschärfeprobe? Ah, okay. Die ist nicht so gut. Gelungen, Voltax minus 1, okay, wenn du noch eine 3er Bonus bekommst, dann bist du bei plus 2. Aber mir fehlt auch nur ein Punkt. Nur eine? Genau. Oh. Aber mir war ein braver Junge und hat gesteigert. Nicht schlecht. Ja gut, dann könnt ihr euch auf alle Fälle bis zu diesem kleinen Hinterhof hindurch tarnen. Ihr könnt sehen, dass es sich dabei dann ja definitiv um ein eingestürztes Gebäude handelt. Ihr könnt dann noch die brennenden, rauchenden Trümmer erkennen. Direkt vor euch geht auch sowas wie eine Treppe dann nach oben. Da ist wohl auch so wie das Mauerdurchbruch im Inneren. Könnt ihr auch sowas sehen, ist das ein Atrium oder so? Also zumindest ein Innenhof, wo man dann nach oben steigen könnte über die Holzdicken und Dielen. Ich mache es mal ein bisschen kleiner, ja. Und steht dann, wie gesagt, in diesem Innenhof, könnte dann den eigentlichen Bereich nicht mehr einsehen.
Carino, könnt ihr euch irgendwie eine erhöhte Position verschaffen und euch das genau angucken mit eurem Fernrohr? Wenn ich irgendwann eine Leiter finde, sollte ich es schaffen, auf ein Dach zu kommen. Ihr seid jetzt nicht unbedingt unauffällig, soll ich das nicht lieber tun? Wie wäre es, wenn wir in ein oberes Stockwerk steigen und von dort aus dem Fenster gucken? Das halte ich auch für eine gute Idee. Aber wir wollen wohl nicht jemanden, der darin liegt, aufscheuchen. Ja, vermutlich nicht. Ich sehe mir das an. Ich winke euch nach, wenn es frei ist. Also, eure Kriegskunde bzw. auch Jalans, hast du Scharfschütze? Ich habe sogar Meisterschütze. Ja, also du würdest dich auch in genau diesem Haus verstecken, oben. Ebenso. Deswegen lockere ich mein Schwert ein wenig. Okay, da ist eine Treppe, die jetzt oben in das Haus führt, ja? Da ist eine Treppe, du kannst jetzt von dieser hinteren Außenseite, könntest du dann an den Schuttbergen nach innen steigen und dann die Treppe nach oben. Die ist aktuell noch aus Stein, deswegen ist sie nicht eingebrochen, aber dann auf den höheren Stockwerken wird sie dann aus Holz sein. Ich habe keinen Schiff mehr. Soll ich die Lautstärke herabdrehen? Dann hört ihr mich auch nicht, falls ich um Hilfe rufen muss. Einigen könnte das dem Mann auffallen. Das kommt dazu. Nun, aber er kann nicht um Hilfe rufen, aber. Ja, aber wenn er am Fenster steht, kann er um Hilfe winken. Oder schießen. Oder Attack benutzen. Ah, aber zumindest würden wir eine Möglichkeit aus dem Weg schaffen, wie er um Hilfe rufen kann. Richtig. Diese Runde, aber mehr, was ist eure Einschätzung? Ich würde es jetzt erst als gefährlich einstufen, an der Situation, so wie sie jetzt ist, etwas zu ändern. Vielleicht den Silenzium bereithalten, aber erst auf Zuruf sprechen? Dann ich würde erstmal so weit gehen, wie ihr mich noch sehen könnt. Und vielleicht ergibt sich bis dahin etwas. Also eure Waffen bereit. Und dann schleiche ich voran. Die Treppe hoch. Gut, wie gesagt, die Steintreppe ist nicht so das Problem. Du kannst mir jetzt trotzdem mal eine Schleichen plus 3 geben. Jetzt kommt der Patzer. Oh, jetzt kommt der Patzer. Oh Gott, es ist der Patzer. Wow. Oh, motherfucking Gott. Wie zur Hölle schaffst du das? Ja, ich hab kein Chip mehr. Du steigst über die Stein... Nein. Wie ein Chippen? Nein. Also. Du steigst über die Steintreppe nach oben oder versuchst es, dein Blick ist schon auf der Holztreppe, weißt du schon genau, ah, das könnte quietschen, da fehlt ein Stützbalken und dann stolperst du über so einen Steinbrocken, schlägst dir das Knie hart an und stürzt dann so ekelhaft nach unten, deine Rüstung ist natürlich auch noch an und klapperst dann nach unten.